Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkogel, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 313. Eichkogelwanderung am Donnerstag, dem 28. Jänner 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkogel, sondern ich sitze vor dem Bücherkasten in meiner steirischen Heimat, allerdings nicht in Kindberg im Mürztal, meiner Heimatstadt, sondern in Bad Aussee. Und ich bin auch heute schon einmal um den Altausseer See herumgegangen, bei sehr hohem Schnee und kräftigem Schneetreiben. Ja, und jetzt sitze ich da und versuche mich ein bisschen weiter zu arbeiten durch das 19. Jahrhundert. Natürlich ist Erzherzog Johann immer ein Thema und auch die Reaktionen oder die Methoden, ihn zu blockieren, zu bekämpfen. Da bin ich natürlich wieder bei Metternich. Ich habe hier ein Buch gefunden in der Bibliothek, das ich schon längere Zeit nicht in der Hand gehabt habe. Metternich und die Frauen, ein fantastisches Thema für Egon Conti Corti. Die biografischen Details sind ja sehr vielschichtig. Der Metternich war ja sehr, sehr vernetzt und das ist immer ganz interessant, das Private und das Hochpolitische ineinanderfließen zu sehen. Eigentlich wollte ich mich ja mehr auf Goethe stürzen heute Abend und bin da hängen geblieben bei Johannes Urzitil. Sie erinnern sich, Prager Kreis, der Kreis von jüdischen Schriftstellern in Prag, die in Deutsch, aber auch in Tschechisch geschrieben haben. Sie haben ein besonderes Deutsch geschrieben, das Prager Deutsch. Wenn sie es gesprochen haben, war es sehr charmant. Urzitil hat es besonders klangvoll gesprochen. Kafka hat dazugehört, Brot, Werfel. Und Urzitil war ja auch ein großer Historiker und hat viel historische Bücher aufgearbeitet und Arbeiten geschrieben. Eine davon zum Beispiel ist Goethe in Böhmen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich Urzitil so schätze, dass er eigentlich ein Historiker war und viele historische Details aufgearbeitet hat über die Jahrhunderte. Hier habe ich ein Buch von ihm gefunden, Morgen fahre ich heim heißt es. Das ist eine Geschichte, die drin ist, sind Kurzgeschichten, Erzählungen, kurze Stücke. Mein Lieblingsstück drin, das werde ich jetzt gleich noch einmal lesen, ist allerdings das Haus zu den neun Teufeln. Das ist in Prag, auf der kleinen Seite ein Haus, ich war dort oft dort, habe es angeschaut von außen und habe mir dann vorgestellt, was da im Inneren alles drinnen ist. Das beschreibt Urzitil in dieser Geschichte, das Haus zu den neun Teufeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und empfehle Ihnen einmal, nicht nur immer Kafka, Brot oder Werfel zu lesen, alles muss ständig gelesen werden, weil es ganz wichtig ist, aber greifen Sie auch einmal zu Urzitil.